Morris Schröter, was für ein Strahl! Morris Schröter, was ist mit dem denn los? Mein erstes Fußballtrikot war damals wahrscheinlich vom Oliver Kahn gewesen, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich noch ein kleiner Junge war, auch mal Torwart war am Anfang. Es gab dann Situationen, als ich als Torwart von hinten nach vorne durchgetribbelt bin. Ich glaube, hatte bei unserer Dorfmannschaft die drittmeisten Tore damals gehabt. Wir waren nicht gut, aber ich hatte die drittmeisten Tore gehabt als Torwart, weil ich von hinten immer vorgetribbelt bin. Und dann hat der Trainer irgendwann gesagt, okay, Tor lassen wir nicht mehr. Ich gehe ziemlich oft zum Friseur, muss man sagen. Wie oft? Alle 2 Wochen, mal war es sogar jede Woche gewesen, muss ich sagen. Ich bin stolz darauf, dass ich grundlegend immer versuche, meine Meinung zu sagen, auch offen und ehrlich. Egal, wer jetzt in dem Moment mir gegenübersteht. Natürlich auch auf sachlicher Ebene das Ganze auch rüberzubringen, aber ich denke, dass das für mich eine Sache ist, die ich an mir gut finde. Dass ich zum Beispiel immer noch gerne Zeichentrick gucke, was kleine Kinder sonst gucken. Ich gucke zum Beispiel gerne, wenn es mal kommt, wenn es gerade läuft und ich auch reinschalte, das Detektiv Conan oder One Piece oder Pokémon. Da gucke ich immer mehr gerne rein, wo andere Leute, die daneben besitzen, sagen, hä, das ist doch gar nicht mehr dein Alter, was du da schaust, aber das gucke ich zum Beispiel mal gerne, ja. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.